Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Kamel Kreuzband. Ich bin hier Martin Boinski und heute geht es darum, wie sich eine Reha im schlimmsten Fall für dich auswirken kann, wenn du die ganze Zeit nur ausweichst bzw. einseitig belastest. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich dir das jetzt sehr gerne zu tun. Es kostet dich nichts und du bleibst vor allem im Verlauf deiner Reha immer auf dem aktuellsten Stand. Schauen wir uns beide Seiten an. Du hast die betroffene Seite überhaupt nicht mit integriert und die nicht betroffene Seite belastest du viel zu viel. Das äußert sich meistens so, dass die Körpermitte primär auf der nicht betroffenen Seite ist und deine betroffene Seite, sei es operiert oder konservativ, wird gar nicht richtig mit integriert. Das heißt, bei Übungen, die du beidseits machst, wie zum Beispiel Kniebeugen, hast du immer nur die Belastung auf der einen Seite und du baust hier einerseits gar keine Kraft wirklich auf. Du hast nur die Illusion, das würde passieren. Und wenn du dann hinterher im Wettkampf landest oder im Spiel, beim Fußball, beim Handball etc. und du wirst dazu gezwungen, das Bein komplett zu belasten, dann hast du in erster Linie keine Kraft, aber auch unbewusst kein Vertrauen, weil du es ja nie wirklich genutzt hast, sondern dich immer nur auf die nicht betroffene Seite verlassen hast. Das heißt, es ist wirklich essentiell, dich von Anfang an dazu zu zwingen, dass du auch mal nur die betroffene Seite nutzt. Das kannst du vor allem im Alltag gut machen, wenn du vom Stuhl aufstehst, dass du darauf achtest, nicht nur auf der nicht betroffenen Seite dich hochzudrücken, sondern mindestens mittig. Und wenn das überhaupt nicht klappt, dann kannst du auch mal ein bisschen übertreiben und gehst auf die betroffene Seite, machst das eine Zeit lang, bis du dich damit wohlfühlst, um dann dein Verhalten wieder an die Mitte zu gewöhnen. Das ist Punkt 1, dass du einfach kein Vertrauen aufbaust. Du hast auch gar keine Kraft, die du wirklich nutzen könntest. Du kannst das alles gar nicht abrufen. Das Bindegewebe ist nicht stark genug, also sprich die Bänder, die Sehnen, aber auch die Muskulatur ist einfach nicht kräftig genug, weil sie nicht gut genug angesteuert werden kann und auch nicht gut genug aufgebaut worden ist dadurch. Und deswegen ist es so entscheidend, dich immer dazu zu zwingen, auch einseitig mal zu trainieren. Das bedeutet, du machst Kniebeugen nicht immer nur, wenn du mit beiden Füßen auf dem Boden stehst, sondern wirklich auch mal, dass du nur auf der betroffenen Seite stehst und dann hier runter gehst und dich langsam rantastest, bis du immer weiter runterkommst und dich dann wieder hochdrücken kannst. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Der andere Punkt ist, wenn du immer nur auf der nicht betroffenen Seite belastest, hat die gar keine Zeit, sich zu erholen, zu regenerieren und die ganzen Strukturen, die sind einfach überlastet, überfordert und können gar nicht richtig sich aufbauen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel im Training bist und du angenommen hast dann eine Pausenzeit von 2-3 Tagen und machst dann danach wieder deine Trainingssession, dann wirst du merken, oh, du hast jetzt wieder mehr Kraft und kannst besser die Kraft einsetzen, bist kräftiger geworden, wie gesagt, kannst mehr Gewicht nehmen etc. Aber wenn du jetzt die 2-3 Tage durchtrainieren würdest in dieser Intensität, dann würdest du merken, dass du einfach nur müde und erschöpft bist. Und das Gleiche ist, wenn du deinem Muskel keine Gelegenheit lässt, einfach sich mal zu erholen, sondern immer nur die nicht betroffene Seite für alles nutzt, ist die einfach überlastet. Und vielleicht hast du auch schon mal öfter die Geschichte gehört, dass sich Leute aufgewärmt haben vor ihrem ersten Spiel und dann haben sie sich die nicht betroffene Seite oder da das Kreuzband dann gerissen. Und das ist dann so ein bisschen halt der Punkt, wenn du halt 12 Monate oder nur 6 Monate oder auch 1,5 Jahre dieses Gewohnheitsmuster drin hast, immer nur die nicht betroffene Seite zu nutzen, dann bleibt es im Endeffekt immer so, dass du hier überlastest und hier überhaupt nichts aufbaust. Und das kann sich in diesem Fall dann dementsprechend negativ auf beiden Seiten dann auswirken. Das heißt, das eine Mal kann es passieren, dass du Verletzungen erleidest, weil du komplett überlastet bist und das System ist einfach nicht stark genug, sondern einfach wirklich übertrainiert. Auf der anderen Seite kannst du dich hier verletzen, weil du zu wenig Kraft hast, ebenfalls aber weil du es gar nicht genutzt hast. Also das sind die zwei Komponenten, einmal zu viel Training oder gar kein Training und in beiden Fällen hast du zu wenig Kraft und zu wenig Stabilität. Ich hoffe, ich konnte dir wie immer weiterhelfen. Schreib mir in die Kommentare, wie du dich wahrgenommen hast bisher oder ob du jetzt erstmal genauer schaust, wie du genau belastest. Und dann bleibt nur noch eins, nimm es selbst in die Hand. Dein Kamel Kreuzband.